Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier, der Landstefan natürlich mal wieder und unser erster Sturm hat verloren in Salzburg. Ihr wisst es natürlich, 0 zu 2 und eigentlich heißt die Partie viel zu ärgerlich oder viel zu ereignislos gewesen, dass man es großartig zusammenfassen müsste. Aber okay, unterm Strich war das Spiel ungefähr so. Sturm, die ersten 5 Minuten noch ganz gut dabei. Danach haben die Salzburger ganz klar das Heft in die Hand genommen, haben dann gute Möglichkeiten schon im ersten Durchgang gehabt. Soboslai mit einer Chance oder auch Okafu, also das waren richtig, richtig gute Möglichkeiten. Einen einzigen Angriff war es eigentlich nicht, eine einzige Chance nach einer Standardsituation von Sturm in der ersten Halbzeit. Thorsten Röcher nach halblinker Flanke von Hierländer nach einem Freistoß, einem indirekten, bekommt Röcher den Ball vor die Füße, scheitert beim ersten Mal an der Salzburger Defensive. Der zweite Schuss wird dann von Stankovic mit bisschen Glück von dessen Kopf ans Aluminium abgefälscht und das war die einzige vernünftige Torschance auch meiner Meinung nach von unserem SV Sturm im gesamten Spiel. Die Chance von Okafu gab es eine Minute später auf der anderen Seite. Die Dosen hätten auf jeden Fall locker Minimum mit einem 1-0 in die Pause gehen müssen. Hatten die klar besseren Chancen. Sturm hat es verteidigt, soweit man es geschafft hat. Also mit Mann und Maus hat man schon probiert, da defensiv die Schranken dicht zu halten. Aber war einfach schwach. War einfach schwach. Zweite Hälfte dann auch nicht besser. Gleich nach Beginn die kalte Dusche für die Schwarz-Weißen. Es geht einfach zu schnell. Innerhalb von 8 Sekunden Angriff, der auf die linke Außenbahn verlagert wird. Die Hereingabe kommt dann am Ende von Ulmer auf Okugawa. Der steht am langen Pfosten, viel zu frei. Und ja, die Fünferkette hat sich da extrem leicht überrumpeln lassen. Und es steht 1-0 für die Dosen. Danach war das Ganze gefühlt eigentlich auch schon wieder entschieden. Ich will da wirklich nicht zu schwarz machen. Aber ich hatte nie das Gefühl, dass Sturm wirklich eine Chance hat, da nach dem Rückstand noch zu punkten. Also ich hätte ihnen bis zu dem Zeitpunkt ein 0-0 zugetraut, den Jungs, aber nach dem 0-1 war es gefühlt eigentlich schon fast wieder vorbei. Ist in der Saison halt so ein bisschen Gang und Gäbe. Auf jeden Fall gibt es von den Blackies in weiterer Folge kaum nennenswerte Angriffe. Die Schüsse, wenn es welche gab, die waren schon sehr, sehr selten. Ich glaube 6 an der Zahl im ganzen Spiel und einfach nichts Vernünftiges offensiv auch im zweiten Durchgang. Das Ganze geht so hin und her. Man hat Salzburg zwar daran gehindert, mehr Tormöglichkeiten rauszuspielen. Das hat man im zweiten Durchgang ja fast souveräner gemacht als im ersten, bis auf ein paar individuelle Fehler in der Schlussphase. Aber ganz ehrlich, hat nicht viel gebracht, weil man offensiv, wie gesagt, nicht stattgefunden hat. Das 2-0 nur die logische Konsequenz, auch da ging es relativ schnell für die Dosen. In der 75. Minute, da wurde schnell zunächst über links in die Mitte kombiniert. Soboslai auf Daka, der war gerade erst eingewechselt worden und der nutzt es, dass die Abseitsfalle bei den Blackies nicht aufgeht. Allein vor Siebenhandel, bam, 2-0 und die Sache war eigentlich entschieden von Sturm. Dann ein minimales Ausrufezeichen dann noch in Form von Sarkic, denn im Gegenzug nach dem 0-2 hat Sturm dann, glaube ich, seinen einzigen gefährlichen Abschluss, den ich jetzt so im Kopf habe, im zweiten Durchgang. Emanuel Sakic auf der rechten Seite hat Platz, seinen Schuss, aber bei weitem nicht so gefährlich, dass es wirklich zum Torerfolg führen hätte können. Und ja, so haben die Salzburger in der Schlussphase doch noch die ein oder andere Möglichkeit. Siebenhandel, bester Mann bei Sturm, mit Abstand wieder, der pariert, was zu parieren war, hätte auch locker ein 3-0 am Ende noch werden können. Und ja, so muss man wirklich am Ende sich fragen, okay, was hält man jetzt davon? Defensives Mauern, man hat es ja. Wenn es 0-0 ausgegangen wäre, hätte man am Schluss noch sagen können, sie haben es gut verteidigt. Aber ja, weil man offensiv wirklich nicht stattgefunden hat, ist das Ganze jetzt wirklich für mich auch schwer zu analysieren. Ist für mich wenig Fußball gewesen. Also wenig, was wirklich so Freude auf die nächsten Wochen macht. Und wenig, wo ich jetzt sage, das hat jetzt Spaß gemacht, eigentlich gar nichts. Also die Partie selber war sowieso typischer Sonntagskick, aber halt eher von unseren Jungs speziell. Die Salzburger, die wollten schon, haben auch nicht ihre 100% abrufen müssen, würde ich behaupten, aber haben das relativ souverän zu Ende gespielt. Also von dem her wäre es natürlich wünschenswert, wenn auch El Maestro sich da hinterfragen würde. Klar, ob das jetzt offensiv, natürlich, ob das so gewollt war. Ich glaube jetzt nicht, dass es im Sinne El Maestros wäre, dass man offensiv jetzt nichts kreiert. Aber es passiert halt im Moment vorne nichts am Platz bei uns. Also kaum was. Und deswegen, ja, muss man sich halt da einfach seine Gedanken machen. Also ich bin erstmal bedient. Ihr schreibt mir, bevor wir das Video beenden, natürlich gerne in die Kommentare, was ihr zu der diesmaligen Partie sagt in Salzburg. Und ja,
Es hilft ja nichts. Wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal wieder hier bei TheLance TV. In diesem Sinne, euer Elias, nichtsdestotrotz natürlich, auf die Schwarzen und bis dann.